Espitkocher, das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache, gibt es ja schon ganz, ganz lang, aber Espit hat jetzt eh schon seit einiger Zeit etwas Neues, und zwar einen etwas anderen Kocher, der auch einen Windschutz mit dabei hat und sowas und überhaupt, und wenn dir das interessieren tut, dann bleibst dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ostmann, schön, dass du dabei bist. Espit-Kocher, Bundeswehrkocher, wir hatten den auch schon einmal im Shop, wirklich gebrauchte Bundeswehrware, gibt es jetzt gar nicht mehr, muss man sie neu kaufen, gebe ich da unten den Link, ich habe es übrigens auch von Amazon, ja, nette Sache. Dieses Plättchen hier, da kann ich mich noch erinnern an Videos vor über 10 Jahren vom Survival Mike und vom Waldhandwerk Sepp und so Geschichten, ja, und die haben sich das selber aus einer Dose gebastelt und so. Und jetzt hat Espit, ja, ein Unternehmen, das es ja schon sehr, sehr lange Zeit gibt, etwas gebastelt. So, damit ich jetzt auch zusammenkriege. So, so. Und jetzt ist dieser Windschutz, der den Kocher wirklich intensiver macht, besser macht, effektiver macht, ja, ist im Lieferumfang schon mit dabei. Ich habe mir das auf Amazon geholt. Auch sind hier unten dementsprechend große Löcher mit dabei jetzt, damit Luft durchziehen kann. Ich finde den super und wir testen den ganz einfach. Bei den Brennstofftabletten gibt es jetzt auch eh schon länger. Das ist jetzt nicht, heute ist das neu rausgekommen, sondern es gibt es eh schon länger. Und zwar Brennstofftabletten, die etwas anders verpackt sind, eine andere Größe haben. Und die stinken aber noch immer so. Ich bin da aber auch eine Diva, ich bin da etwas sensibel. Nein, Spaß beiseite. Die kann man jetzt noch einmal brechen, wie du siehst. Ja, wie viel Gramm haben die jetzt? Warte mal ganz kurz, lass mich nachschauen. 2 × 27 Gramm, also das sind jetzt 27 Gramm. Die könnte man noch einmal teilen und die Hälfte von 27 ist 13,5, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich verrechnet habe, schreibt mal gerne einen Kommentar. Bevor ich jetzt aber anfange und da zünde und wir schauen, wie lange das dauert zum Kochen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diesen zusammengeklappten Modus, das ist, wenn du einen kleineren Becher hast und damit auch mehr Hitze an dieser Stelle bringen willst, oder wenn du einen größeren Topf hast, kannst du es auch auseinandernehmen. Hier ist so eine Nut, ne, Nut-Federsystem sozusagen, dass man das einfedern kann. Ich finde, das ist sehr schön, das taugt mir irrsinnig. Legen wir los. Ich habe jetzt hier einen Titanbecher mit 300 Milliliter. Also sehr coole Sache, kann ich nur empfehlen. Kais oder Kite heißt das, habe ich auch schon einmal vorgestellt, mit einem Deckel. Das ist eine sehr gute Investition. Wir zünden das aber heute nicht mit dem Feuerstahl an, sondern mit dem Zippo. Aber jetzt. Ja, jetzt brennt das schön. Und ich habe auch den Windschutz, der Wind von dieser Seite kommt, auf die richtige Stelle gestellt. Und jetzt warten wir einfach. Es ist jetzt laut meiner Bombfrog-Uhr 17:36 Minuten und schauen wir, wie lange es dauert, bis das Wasser kocht. Übrigens, das ist unser Sponsor. Wenn du so eine Minentaucheruhr haben willst, gebe ich da unten den Link auf Bombfrog. Nimm auch den René Rossmann Code, dann gibt es das billiger. Und ja, los geht's. Und während wir warten, können wir noch ein bisschen billige Eigenwerbung machen. Das ist nämlich unser EDC-Holster, den wir in der René Rossmann Werkstatt, ja, mit Lampe herstellen. Haha, cool. Also es kocht jetzt, das brennt da jetzt so vor sich hin. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr leise. Also Gaskocher wird man deutlich mehr hören. Es ist natürlich eine gewisse, ganz leichte Rauchentwicklung, aber das ist wirklich nur ganz, ganz wenig. Also ich glaube, wenn man wirklich jetzt sagt, Bundeswehr und verdeckt operieren und so im Stealth-Mode, dann ist das die Lösung. Laut meiner Uhr sind es jetzt 7 Minuten. Wir werden einmal reinschauen. Ich muss den Deckel runternehmen und weil ich ein feiger Hund bin, werden wir das mit dem Schweizer Messer machen. Na, ich bin gespannt, ob das Wasser schon kocht. Na, Blubberbläschen sind schon da. Also, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Von den Tabletten ist auf jeden Fall schon die Hälfte weg. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte. Also ich schätze, jetzt brennt das Ganze schon 9 Minuten. Also noch einmal 8 Minuten wird das Ganze schon aushalten. Ja? 30 Sekunden sind 10 Minuten vergangen. Also Zeit wieder nachzuschauen. Also, Bläschen steigen schon mehr auf, aber kochen tut's noch nicht. Da, ich mach gleich wieder zu, ist wurscht. Keine Energie verschwenden. Also, es ist jetzt nicht mehr viel von dem Brennstoff übrig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Stückerl jetzt auskomme, um das zum Kochen zu bringen.
Also zum Kaffee reinwerfen würde es reichen. Ah, jetzt ist die Tablette ausgegangen. Und zwar, ja, ich weiß nicht so, ja, 14 Minuten. Ah, verdammt. Da sind im Lieferumfang ja mehrere Tabletten mit dabei. Gut, soll ich jetzt wirklich beide reinwerfen? Nein, ich gebe nur eine rein. Eine halbe. Die Aufgabe war ja, dass es kocht, ja. Es ging ja nicht darum, es einfach nur zu erhitzen, sondern ich wollte es zum Kochen bringen. Also, es ist jetzt 17 Uhr und 52 Minuten, so ungefähr. Schauen wir, wie lange es braucht. Es ist etwas windig hier, also jetzt nicht wirklich stürmisch, aber es ist ein leichter Windzug. Jetzt wird es Abend und hier jetzt im Buschkraftareal auf Aldolabat ist ja alles sehr hügelig und da zieht meistens der Wind von oben nach unten. Ja. Und ja, ich habe jetzt doch ein bisschen Wind. Jetzt könnte man da noch einmal ein bisschen einen Windschutz mit aufbauen. Dann wird das sicher alles effizienter sein. Das gebe ich zu. Aber so richtig haut es mich nicht um. Wenn ich mit meinem Gas arbeite, wäre es schon längst zu weit. Ja, das muss ich einfach einmal festhalten. Da wäre es schon längst zu weit. Gut, muss man fairerweise dazu sagen, also Gaskartusche mitnehmen, braucht mehr Platz, ist schwerer, gebe ich zu. Man braucht dann auch noch diesen Gasaufsatz, auch cool, auch alles wunderbar. Der macht dann Lärm, auch das ist okay und ist nicht so, ein kleines Profil hat das auch nicht, gebe ich auch alles zu. Aber ich habe das schon einmal vor, weiß nicht, über 10 Jahren gemacht mit einem Ei, ja, Ei kochen. Und ich kann dir nur sagen, ich und Esbit, wir ja, ich habe halt andere Voraussetzungen. Ja. Aber fürs Militär ist das sicher eine coole Sache. Und man muss auch fair bleiben. Es muss ja nicht unbedingt kochen. Also es würde jetzt schon reichen, wie gesagt, einen Löskaffee reinzugeben oder Suppenpulver. Es ist jetzt 17.59 Uhr. Ja. Also der Viertelstunde habe ich das jetzt sozusagen schon ja, brennen. Das ist jetzt schon eine ganze Tablette und ja, dann noch einmal eine halbe. Und habe ich es jetzt zum Kochen gebracht? Nee, auch noch immer nicht. Alter, ich bin zu blöd dazu. Was mache ich falsch? Wenn irgendjemand weiß, was ich falsch mache, dann schreib mir bitte einen Kommentar. Es ist jetzt eh schon wurscht. Wie man in Österreich sagt, ich gebe jetzt noch den auch mit dazu. Ja, gebe das auch noch mit dazu. Und ja, und die Birkenrinde soll auch verbrennen. Ja, ich fülle da jetzt noch Material mit rein. Jetzt, ich möchte gleich eines dazu sagen. Ja? Mir ist bewusst, dass das zum Aufwärmen gedacht ist von, ich weiß nicht, irgendwelchen Konserven oder einmal einen Tee kochen oder ähnliches. Ja? Und da ist das ja auch, weil heiß wäre es ja schon. Ja? Heiß genug wäre es ja. Aber wenn ich es zum Kochen bringen will, ja? Weil ich das aus welchem Grund auch immer will, dann finde ich das so. Habe ich das gesagt? Nein, das sagt man nicht, das sagt man nicht. Aber dann finde ich es nicht gut. So, jetzt mit der Birkenrinde ist da Power. Jetzt tut's was. Jetzt tut's was. Und jetzt ist mir, es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Ich nehme da jetzt auch noch ein bisschen Holz mit dazu. Ja, das kann man ja auch alles mit verbrennen hier. Es darf natürlich jetzt nicht allzu feuchtes Holz sein, aber so ein bisschen trockenes Holz geben wir noch mit dazu. Das ist mir jetzt wurscht. Auf Hobo-Kocher machen wir jetzt. Und wenn ich das natürlich da jetzt mit reingebe, dann ist es wie ein Hobo und dann ist natürlich super. Aber jetzt ist natürlich genau für alle so Bundeswehrgeschichten und Militärsachen, jetzt ist natürlich erstens mal, die Geräuschtarnung ist noch immer da, aber der Geruch ist jetzt, also jetzt raucht es. Es riecht natürlich jetzt auch viel, viel mehr. Und das ist klar. Für Survival und Notfall, ich muss jetzt irgendetwas abkochen oder ähnliches, ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Ja? So ist es jetzt super. Ich möchte auch gleich dazu sagen, das Ganze soll hier jetzt kein Esbit-Bashing oder sonst irgendetwas sein. Überhaupt nicht. Ich habe da nichts dagegen. Ja, ist alles cool. Ich schaff's halt nicht anders. Ja, wenn du einen besseren Tipp hast, gib ihn mir. Aber jetzt glaube ich, jetzt auf meiner Bombfrog 18 Uhr und 3 Minuten. Und jetzt, meiner persönlichen Rene Rossmann Meinung nach, jetzt kocht das Wasser. Jetzt dampft es oben schon raus. Jawohl. Ha, jetzt kocht's. Das ist kochendes Wasser.
Also, liebe Leute, einfach ein bisschen Holz draus machen, aus dem guten Speedkocher einen Hobokocher machen und kochig die Koch, yeah. Also wie gesagt, ich möchte hier Speed jetzt nicht irgendwie schlecht machen oder ähnliches, wirklich nicht meine Absicht. Nur ich bin halt ein naiver Kerl, da steht drauf, eine Tablette, ja, also einmal 27 Gramm, halber Liter, 5 Minuten, koche die Koch. Mein Tipp ist also, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, hau einfach noch Holz mit dazu und dann funktioniert das auch wirklich. Nein, insgesamt ein schöner Koch. Und der Vorteil liegt natürlich dabei, sehr kompakt, lässt sich in so einer Packung mitführen, macht keine Geräusche. Wenn du kein Holz dazu gibst, ist er auch geruchsneutral. Und zum Aufwärmen, wenn du vielleicht ein bisschen Kaffee oder sowas oder Tee kochen willst, reicht das allemal. Meiner Meinung nach ist das ganze Teil jetzt besser mit dem Windschutz. Wenn du uns haben willst, gebe ich da unten den Link, wo du es bekommen kannst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst mit Feuerstelle und so, weißt du natürlich auch, wo es gibt. Und denk dran, ohne Mampf kein Kampf.